Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play PS 2013, die Meisterliga Online. Ja, und ich habe hier, ich habe nichts gemacht. Entschuldigung, ich habe einfach mein Mikro nicht angehabt und deswegen musste ich nochmal neu aufnehmen. Und jetzt habe ich aber schon ein Spiel und das will ich euch jetzt gleich, wir steigen sofort ein. Ihr seht es, Drogba im Sturm. Ich gehe mal kurz in die Strategie rein. Radikale Offensive vom Gegner. Okay, also Drogba im Sturm und Rossi. Fabregas in der Mitte, obwohl er schlechte Form hat, also relativ schlechte Form. Vito Rinaldo darf diesmal draußen bleiben, sich mal ein bisschen ausruhen, obwohl er sich kaum ausruhen muss. Dafür Cambiasso halt im defensiven Mittelfeld. Vargas auf links, Robben auf rechts, so wie gehabt. Alaba ausnahmsweise mal für Nagatomo hinten in der linken Verteidigung. Bin ich mal gespannt, was der so bringt. Gegen Podolski wahrscheinlich. Ja, radikale Offensive, so sieht's aus. Da bin ich mal sehr gespannt. Ja, und für alle, die vielleicht auch mal ein Spielchen gegen mich wagen können, ich muss mein Skype nochmal installieren. Haha. Wir können also nicht miteinander kommunizieren auf normalen Wege, denn PES macht es einem ja richtig schwierig, praktisch miteinander zu kommunizieren. Das ist ja so ein bisschen das Problem von diesem Spiel. Oh, jetzt bin ich einen zu weit gegangen. Ja, und jetzt müsste man, ja doch, jetzt hört man mich, glaube ich, auch wieder besser. Meine Güte, das ist ja hier kompliziert. So, und ich würde sagen, es geht los. Und ich habe lange nicht gespielt, also ich bin gespannt, was mich erwartet. Auf jeden Fall das Spielgefühl jetzt erstmal wieder völlig fremd. Na toll, Yakinator. Was hast du da gemacht? So, der erste dumme Pass. Und die gehen hier relativ flott zu Werke. Gut, Thiago Silva kann den Ball nochmal abwehren. Okay, und vielleicht kann sich ja Rossi mal diesen Ball schnappen. Ah, leider nicht. Ich hoffe, der Gegner sieht ein, dass ich hier auch relativ ordentlich Dampf mache. So, und Alaba, wunderbar. Wie Nagatomo normalerweise. Und, tja, ein Schuss. Und Mandanda natürlich in altbewährter, guter Form. So muss das sein. So, und jetzt möchte ich mal, ja doch, ich glaube, ich höre mich. Ansonsten wäre das richtig doof, wenn man das hier nicht mitkriegen würde. Was war denn das eben gerade? Ach, abseits. Jetzt habe ich mich gerade ganz woanders hingeguckt. So, und Bayern München hat, wie gesagt, die Champions League gewonnen. Herzlichen Glückwunsch natürlich, obwohl die haben es wahrscheinlich auch nicht nötig, noch extra von mir beglückt. Oh, was war denn das? Was tut sich denn da an meiner Abwehr auf? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wo kam dieses Riesenloch her? Jetzt hat er mich eiskalt überrumpelt. Aber sowas von. Das ist ja ein Ding. Ja, und wie gesagt, lange nicht gespielt. Tolle Entschuldigung, oder? So, jetzt mal eine schöne Kombination. Ah, schade. Und hätte Vargas jetzt den Ball in die Mitte gebracht, dann hätte Rossi wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit gehabt, abzuschließen. Und nochmal Einwurf für den Yakinator. Ah, super. Rossi, genau. So habe ich mir das gedacht. Cesc Fabregas, du zahlst dich aus. Schon im zweiten, dritten Spiel. Ich weiß gar nicht, im zweiten, glaube ich. Im zweiten Spiel macht er hier schon so einen Dampf. Das ist toll. Mensch, Cesc Fabregas. Da habe ich mich wirklich richtig entschieden. Der passt inzwischen wirklich gut in meine Mannschaft rein. Als Aufbauspieler. Wow. Ah, und Foul an Robben. Gut. Den müssen wir nicht schnell ausführen. So, und nachdem wir das 1:1 gemacht haben, kommt jetzt auch langsam das Adrenalin wieder so ein bisschen. So. Ein schöner Pass. Ah, brutal, na gut, okay, war ein fairer Zweikampf. So, jetzt der Ball für Mandanda. Der Torwart drischt ihn nach vorne. Und ich hoffe, Rossi kann da irgendwie Nutzen draus ziehen. Ah, wunderbar. Schade. Jetzt hat man richtig gemerkt, wie der Gegner so ein kleines bisschen in Panik geraten ist. Ah, shit. Wenn der jetzt von, jetzt musste ich mal Shit sagen, wenn der jetzt von, soll man ja eigentlich nicht machen, ne? Soll zu Magenkrämpfen führen. Der war jetzt super angenommen von Drogba und so weiter und so fort und alles Schnieke. So, und jetzt Alaba und der wird gleich rausgehauen natürlich. So, und Drogba macht sich sehr gut als Ballannehmer und Ballverteiler so ein bisschen. So, und jetzt mal der Gegenschlag. Ach, und abseits, ganz knapp. Ach, Drogba. Macht ein gutes Spiel bisher. Gefällt mir gut. Rossi hält sich noch ein bisschen zurück. Der wartet wahrscheinlich auf die
Chance, wo er dann sein zweites Tor noch machen kann. Das erste Tor war ja wirklich wie der Blitz. Keiner hat ihn kommen sehen. So, Alaba. Ah. Und das ist dann nicht gut. Gerade mit den radikalen offensive Leuten. Ah, jetzt hätte mein Torwart eigentlich noch... Jawohl, wunderbar. Und jetzt vielleicht mal ein langer Pass nach vorne. Dahin, so in, war schon richtig von der Richtung her. Allerdings von der Kraft und von der allgemeinen Genauigkeit dann doch wieder nicht so gut. Puh. So, Vargas, Rossi. Kriegt den Ball. Oh, was macht der denn da? Ah, Fabregas, wunderbar. Was für eine Kombination. Geil. Völlig sinnlos entstanden. Also hier, ach Mensch, dass der Ball denn am Fabregas dann noch so vorbeikommt und den so mitnimmt, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der ist Gold wert, der Junge. Echt. Also für mich jedenfalls im Moment. So, und auch diesen Ball schnappt er sich schön. So, Rossi. Rossi, 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 Rossi. Schuss. Ach, und weit drüber leider. Da habe ich das Timing nicht ganz gut hinbekommen. Meine Güte. Jetzt beginnt schon wieder das Nervenflattern. 2:1. Wer hätte das geglaubt, gedacht, was auch immer. So, Fabregas. Rossi. Und jetzt mal wieder zurück. Genau. Ach, und hier den Ball, den hätten wir jetzt haben müssen. Das war jetzt ein schlechter Pass einfach. Und diesen Ball, Pepe. Ja, Pepe ist zuverlässig und macht das Ding. Und Mandanda kloppt ihn wieder raus. So wie gehabt. Kommt da jetzt Robben eventuell noch ran? Nee. Da ist selbst Robben nicht schnell genug. Ich fand ja sein Tor im Champions-League-Finale richtig ausgebufft. Das war ein richtiges, würdiges Tor. Ein würdiges Siegtor praktisch. Nicht einfach nur so sinnlos reingestochert, sondern wirklich toll den Torwart auch verarscht. Ach, Mist. Bei Oliver Bierhoff hat das früher mal geklappt hier. Mit dem Pikenschuss aus 40 Metern. Einfach mal den Torhüter überraschen. Ihr wisst ja noch beim 8:0 gegen Saudi-Arabien damals. Oder waren es die Vereinigten Arabischen Emirate? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es war Saudi-Arabien. Bei der WM 2002 zu Warmir. Genau, da hat Bierhoff halt, wie gesagt, noch ein Tor geschossen. Obwohl da seine große Zeit ja eigentlich schon vorbei war als Fußballspieler. Ich erinnere mich heute auch noch immer an das Golden Goal praktisch mit 96. Eine meiner frühesten Fußballerinnerungen und eine meiner größten praktisch. Da habe ich nämlich, und eine meiner schmerzhaftesten auf jeden Fall, da habe ich nämlich den Kopf angeschlagen an der Balkontür, als ich dann auf dem Balkon rausgesprungen bin praktisch und bin dann, habe den Sprung ein bisschen falsch getimt. Na gut, ich war ja auch noch nicht so alt, sage ich mal. Da kann das schon mal passieren. Und dann bin ich voll mit der Schädelplatte an die Türkante, also an die obere. Und wow, es hat da nicht geblutet, aber es hat saumäßig wehgetan. Ich konnte erstmal, aber ich musste trotzdem jubeln. Das war so ein kleiner Zwiespalt. So, Podolski. Na, nicht gegen Dani Alves. Da muss Podolski schon ein kleines bisschen mehr bringen. So, 2:1 gegen Fenerbahce. Das sieht erstmal gut aus. 70% Passquote, 55% Ballbesitz. Damit kann man weiterarbeiten. Und ich glaube, ich bringe den Arteta dann auch später erst. Noch nicht. So, macht er jetzt immer noch radikale Offensive? Ja, gerne. Dann kann ich auch noch ein bisschen mitmischen. Ein bisschen mitmachen. Ich könnte ja theoretisch mal den Amne bringen. Hier auf der Seite für Vargas. Und mal sehen. Vielleicht kann der auch den einen oder anderen guten Schuss ablassen. Ich habe den ja schon ewig nicht mehr eingesetzt. Ab und zu kommt er mal zum Einsatz. Und heute ist seine große Chance. Heute darf er sich beweisen. Wird er eventuell sogar das 3:1 machen? Wir lassen uns überraschen. Los, Amle. Du musst es schaffen. Du bist in guter Form. Cesc Fabregas ist es übrigens nicht diesmal. Aber er spielt trotzdem super. Und wenn er dann erstmal in guter Form ist praktisch, da frage ich mich dann, wie das dann aussehen wird. So, und Pepe läuft dem Gegner auch den Ball ab. Ach, wunderbar, wunderbar. Na, schade. Der war jetzt ein bisschen zu spekulativ, dieser Ball. Ach, und der war direkt in die Mitte. Allerdings nicht von mir. Ich glaube, da hat der Gegner das Kopfballduell gewonnen. Insofern für den Gegner ist es dann völlig in Ordnung, meinetwegen.
Ach, und hier kommt er durch. Luis Fabiano! Nein! Oh, der Ausgleich. Na gut, mit der radikalen offensive Taktik, kein Wunder. Man sieht's, die Offensive ist im Moment wirklich sehr radikal beim Gegner. Fünf Stürmer oder so ähnlich. Hat jetzt auch nicht mehr viel mit Fußball zu tun. Jedenfalls nicht mit dem modernen Fußball. Ich meine, in den 60ern oder 50ern, da sind die, wo die alle noch praktisch wie ein wilder Haufen auf den Ball gerannt sind. Oh, und hoppa die Waldfee. War das etwa noch der Torwart, der mir die Ecke jetzt gegeben hat? Nö, leider nicht. Pfosten. Latte. Ja, da wurde das so gespielt. Dann immer fünf Stürmer, fünf Verteidiger. Mehr war da nicht, glaube ich. So ungefähr, ne? Müsst ihr euch das vorstellen. Das war wie Kindergeburtstag. Und wenn der eine dann mit dem Angriff fertig war, dann sind die alle schnell in ihre Hälfte zurück, haben dann verteidigt. Also, ja, so war das damals. Ach, und da hätten wir vielleicht auch mit einem flachen Pass durch die Beine der Gegenspieler Erfolg gehabt. Aber wer weiß. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, mit dem wir Erfolg haben werden. Alaba! So, und jetzt Amle. Der ist ja relativ wendig und schnell und macht gute Pässe. Hier bloß leider zwar wendig und schnell, aber kein guter Pass. So, wunderbar von Cambiasso, wieder mit dem langen Bein herausgefischt. Und ja, in der Mitte ist hier ordentlich was los. So, Alaba, wunderbar. Was denn nun? Das war doch kein... Ach, anscheinend war es doch abseits. Nun gut. Ich will jetzt Messi auch nicht bringen. Immer wenn ich Messi als Joker gebracht habe, dann hat er völlig versagt. Dann habe ich eher noch ein Gegentor bekommen. So, Rossi. Ach, verdammt. Scheitert auch am Verteidiger. Es ist hier... Ja, hier wird sich nichts geschenkt. Und jetzt vielleicht Pato nochmal mit einem billigen Trick oder so. Keine Ahnung. Oder er mit einem billigen Trick. Ah, verdammt. Da hätte jetzt Drogba auch ein kleines bisschen schneller hingehen können. Das wäre gar kein Problem gewesen für ihn. Uah. Oh, Latte. Hilfe. So, und jetzt vielleicht der Ball für Rossi. Ah, schade, schade, schade. So, okay. Wie gesagt, das Spiel wiegt auf und ab, hoch und runter, hin und her, wohin auch immer. Es wiegt auf jeden Fall ganz schön viel und wogt oder so. Verdammt. Also der mit seiner radikalen offensiven Taktik, der geht mir jetzt auch langsam auf den Senkel ein bisschen, ehrlich gesagt. Ach, und hier noch ein brutales Foul. Und diesmal ist es wirklich ein Foul und diesmal bekomme ich auch einen Freistoß zugesprochen. Ah, wunderbar. Aber den wird nicht Drogba schießen, sondern wird das machen... Wer kann denn hier schön schießen? Eigentlich keiner. Vargas haben wir ja rausgenommen. Amle. So, okay. Der Amle darf schießen. Oh, und jetzt ist mein Mikro ja völlig verrutscht. Das war jetzt ein bisschen seltsam. Der Amle darf schießen. Ich habe das jetzt an dem Kehlkopf gehabt. Der Amle darf schießen und schießt den Ball eventuell sogar rein. Mal sehen. So. Oh, ganz knapp. Der Torwart war noch dran. Hätte jetzt auch mal ins Tor gehen können, meiner Meinung nach. 71. Minute und Deng und Deng und da ist der Ball wieder weg. Ach, und selbst Drogba, der noch reingrätscht, kann nicht verhindern, dass der Gegner den Ball kriegt. Ach, und das ist jetzt blöd. Das war jetzt ein Laufpass. Habe ich als Laufpass jetzt gegeben. Und da läuft dann mein Spieler natürlich auch. So. Drogba. Ah, Amle! Jawohl! 3:2! Haha, super. Ich habe ihn genau richtig eingewechselt. Amle, du Glückskind. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Jeder für jeden, alle für alle, einer für einen und keiner für keinen. So. Und nochmal Amle. Auf Rossi. Ah, verdammt. Jetzt bloß nicht den Ausgleich kriegen. Komm los, Kakinator. Du schaffst es.
Ja, ah, wieder abgefangen. Und zweikampfmäßig hat Andorf, wie gesagt, gar nichts drauf. So, und jetzt, wie gesagt, er macht die langen Pässe, will irgendwie durchbrechen mit einem seiner Stoßstürmer. Und ich muss das verhindern, mit den langen Beinen meiner Verteidiger. So, in diesem Falle Thiago Silva. Oh, verdammt. Das war jetzt auch relativ knapp. 82. Minute. Ich glaube, seine Spieler sind auch langsam ausgepowert. Die haben einfach keinen Bock mehr, die können nicht mehr, verlieren hier jedes Kopfballduell. Und jetzt Cesc Fabregas versucht es nochmal. Na, ein bisschen höher nächstes Mal und der ist drin. Na, ah, und sowas meinte ich. Aber Thiago Silva, los. Da haben wir ihn noch schön gestört. Och Mann, ey. Meine Nerven. 86. Minute. So ging es mir damals beim Champions League-Finale auch damals. Als ob das jetzt schon ein Jahr her wäre. So ging es mir auch beim Champions League-Finale. Und Ander! Uah! Verdammt. Also der hat wirklich einen Hammerschuss. Da darf man bloß nicht zu doll raufdrücken oder zu lange raufdrücken. Ansonsten geht er halt in die Wolken. So, nochmal. Drogba. Und Rossi. Rossi. Ah, Rossi. Ganz knapp verpasst nochmal. Das wäre natürlich das Todesurteil gewesen für den Gegner. Aber ich denke mal, auch so haben wir es schon gut geschafft. So, und nochmal. Rossi. Verdammt. So, Ande kommt vielleicht noch an den Ball ran. Wird Ande noch an den Ball rankommen? Nein, aber egal. Gewonnen. Ja. Und wir haben uns wieder zurückgekämpft. Wie gesagt, wir brauchen anscheinend immer ein Gegentor. Und erstmal Fairplay. Puh, und jetzt mal kurz in die Höhepunkte geschaut. So, das mit der neuen Festplatte läuft super. Die Framerate bricht nicht ein. Alles toll. So, 7. Minute haben wir uns echt überrumpeln lassen. Leider sieht man diesen Pass in die Mitte gar nicht mehr. So, dann Fabregas. Gibt die Vorlage für Rossi. Und hier, genau. Ja, und Cesc Fabregas, super, Mensch. Dann natürlich der Podolski-Treffer. Okay, den müssen wir uns jetzt nicht angucken. Der war auch nicht so toll, haha. Dann dieses Tor von Amle. Diese Kombination vorher, meine Güte, Wahnsinn. Und Amle brauchte nur noch abzustauben. Mehr oder weniger. Es hat sich wirklich gelohnt. So, und dann hier Rossi, die letzte Aktion nochmal, wo er den Ball praktisch, ach, auch ins Tor schieben könnte, müsste. Aber er macht's nicht. Na gut, immerhin haben wir jetzt unsere Punkte gekriegt und ich würde sagen, es geht gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Denn, wie gesagt, ich bin jetzt gerade am Aufnehmen und deswegen aufnehmen Ovanja. So, erstmal zum Hauptmenü. Wir gucken noch schnell, wie viel Geld wir bekommen haben und dann mache ich erstmal Schluss. Oh, ein Ultraschallgerät. Na, sowas Sinnloses. So, 11 Punkte drauf, 347 gegen 459er. Aha. Das war ja ganz gut, meine Güte. 3.708.000. Das heißt, 19.340.000 haben wir jetzt auf dem Konto. Und anscheinend müssen wir auch keine Gehälter bezahlen oder sowas. Also, es hat mir wieder riesig viel Spaß gemacht, hier nach langer Zeit mal wieder zu spielen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pro Evolution Soccer 2013, die Meisterliga Online, mit mir, dem Yakinator. Und schaut mal vorbei auf Yakinators LP-Oase. Bis dann, tschüss!